Hallo Leute, heute ist der 29.05.2020. Ich war vorhin duschen und habe einen neuen Lippenstift ausprobiert. Rote Lippen mal. Das ist man von mir gar nicht gewöhnt. Also meine Eltern finden es gewöhnungsbedürftig. Aber mir gefällt die Farbe Rot und ich möchte jetzt öfter rote Lippen tragen. Ich finde die Farbe schön, aber ich habe den Lippenstift nicht bis zum Rand getragen. Also bis hierher sehe ich gerade. Oder hat sich schon etwas abgetragen. Sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Ich habe das Effektiv wieder angefangen. Habe ich hier gestern erzählt. Der Entzug war zu heftig. Und ich hatte auch heute Nacht wieder, also von gestern auf heute, wieder Angstzustände, weil die Wirkung natürlich noch nicht voll da ist, aber die kann auch noch nicht komplett weg gewesen sein. Also wird es ein, zwei Tage dauern und dann geht es mir hoffentlich wieder besser. Heute war das Wetter mittelmäßig. Ich war nicht draußen. Es hat immer wieder geregnet und es war überhaupt nicht viel los den ganzen Tag. Fast wie ein Sonntag. Keine Assistenz. Heute ist Freitag und morgen kommt Sonja wieder. Und ja, ich habe den ganzen Tag vorm Computer verbracht und es ist nicht viel passiert. Gerade vorhin war ich duschen, hab noch Abend gegessen und jetzt liege ich im Bett. Ich muss nach einer Halskettenverlängerung suchen. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir Kosmetik bestelle, aber ziemlich teure Kosmetik. Und ich möchte nicht das ganze Geld gleich am Monatsanfang rausschmeißen. Deswegen bin ich noch am Hin und Her überlegen. Aber ja. Mein Anhänger ist gekommen. Ein Notenschlüssel. Der hat nur 18 Euro gekostet. Und immer wenn die Anhänger, die ich mir ausgesucht habe, so einen gewissen Wert unterschreiten, zwischen 11 und 20 Euro, kaufe ich mir einen im Monat und das war halt jetzt bei dem so und der wurde heute geliefert und meine Duschgele von Emarsam auch und dieser Lippenstift und eine Mascara und ja, es ist einfach wirklich nicht viel passiert heute. Ich hatte kurz ein Gespräch mit Kerstin. Und das nächste habe ich am Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, wann sie Zeit hat. Sie schreibt mir kurz, aber ja, ich darf ja am Wochenende schreiben, auch wenn sie frei hat. Das haben wir ausgemacht. Aber ich möchte sie nicht zu sehr stören, wenn es nicht notwendig ist. Deswegen werde ich mich zurückhalten. Und am Montag kommt dann auch wieder Sonja, Dienstag auch. Am Mittwoch bin ich bei Christoph. Und am Donnerstag kommt wieder Sonja.
Und dann beginnt das Monat für Claudia. Am Wochenende. Nächste Woche. Und das Monat wird schon ziemlich stressig, aber ich werde gucken, dass ich es in Grenzen halte. Weil es mir jetzt eh nicht so gut geht. Es geht mir auch nicht total schlecht, das ist es nicht. Aber ich möchte halt nicht übertreiben. Und werde mich da ein bisschen zurückhalten, wenn es möglich ist. Und ja, mein Vater ist heute in Dienst gefahren, Nachtdienst. Am Sonntag hat er auch Nachtdienst. Ich bin das immer nicht gewöhnt, wenn er tagsüber da ist und dann abends in den Dienst fährt. Morgen bekomme ich meine Bank, auf das freue ich mich schon sehr. Und dann ist mein Wohnzimmer komplett. Und auf das bin ich auch schon total gespannt. Und ja, morgen habe ich nichts geplant, außer Nägel machen. Von Sonja. Das Wetter soll ja morgen etwas besser werden und es soll nicht die ganze Zeit regnen. Mein Vater will den Pool aufstellen. Wir haben ja einen neuen Pool gekauft, weil alle Aufstellbecken, weil der alte nach 5 Jahren kaputt war und da Löcher im Becken waren und das Wasser ausgelaufen ist, weil es wie Plastik war und brüchig war. Aber nach 5 Jahren hat sich so ein Pool eh rentiert. Also zumindest die Aufstellbecken, die wir immer haben. Und deswegen müssen wir jetzt einen neuen Pool aufstellen. Und das ist wieder Familienarbeit. Also mein Vater, mein Bruder und meine Mutter machen das. Weil ja da an jeder Seite oder es ist ein runder Pool rundherum die Beine aufgestellt gehören und das auch auseinandergezogen gehört. Langsam. Bis das Becken steht und das soll dann wieder so 3, 4 Jahre halten. Und dann wird man sich erkundigen wegen einem Einbaupool, der ein Stahlbecken hat, weil wir wollten das jetzt schon ausgraben lassen, aber das ist sich finanziell nicht ausgegangen und zeitlich auch nicht, jetzt mit Corona, und wollten den Pool sowieso versenken, dass er ebenerdig ist, also zu diesem Aufbau, an den der Pool grenzt, dass das auf einer Höhe ist, aber wie gesagt, Zeit und Geld hat das nicht erlaubt. Und wenn wir ein Stahlmantelbecken bekommen, dann wird das angeglichen und wird auch eine Unterkonstruktion gebaut und so, weil das sonst auch nicht hält. Aber das ist wieder eine größere Investition und das gehört genau überlegt und ob das noch so viel Sinn macht bei uns, jetzt wo wir nur noch zu dritt sind. Zwar kommt Stefan und Anke auch rüber baden und meine Geschwister kommen auch, aber ich kann sowieso schwer in den Pool. Mein Papa baut zwar so eine Hebevorrichtung, mit der man mich in und wieder rausholen möchte. Aber ob das so hundertprozentig funktioniert, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und ja, da wird man erst sehen, ob das was wird. Und ob es sich dann so wirklich rauszahlt, ein Stahlmantelbecken zu kaufen.
was ja doch 2.000 bis 4.000 Euro kostet, je nach Größe. Ist halt dann noch eine Überlegung, aber das müssen eh die wissen. Das kann ich nicht mitentscheiden, aber ja. Sonja möchte auch bei uns baden gehen. Und Claudia, glaube ich, auch. Vielleicht mit Konstantin, mit dem Sohn. Das wird man den Sommer sehen, ob noch wer andere den Pool nutzt. Oder ob es sich dann rechnet. Aber sonst gibt's nicht viel Neues. Ich freue mich schon auf den Friseurtermin. Und auf Christoph. Bei Kerstin wird es noch länger dauern, bis ich zu ihr kommen kann. Weil die noch immer Corona-Maßnahmen haben im Krankenhaus und keine ambulante Therapie stattfindet. Das belastet mich schon sehr, aber was will man machen? Na gut, genug von mir. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.